Poor, misguided wanderers. First, there were many, and now so few. How little you must value your lives to take a single insignificant breath in my sanctum. I'm afraid there will be no quick death for you. No escape from this suffering. I shall draw out your ending as I see fit. For in dark places such as this, one must keep themselves entertained. Und der neue Killer in der Lobby. Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Willkommen, Freunde. Wegner, da ist er, der neue Killer. Eine Art Magier, frisch aus der Hogwarts-Zaubererschule, um Mittelerde zu retten. Ein dunkler Zauberer aus der D&D-Welt. Wir haben Zauber, die wir anwenden können, nachdem der Cooldown weg ist. Und ich habe schon zwei Runden gespielt, wo ich die Überlebenden komplett vernichtet habe. Deswegen hoffe ich ein bisschen, dass... Was zum Teufel tust du hier? Ich wollte gerade sagen, deswegen hoffe ich, dass die Überlebenden mal ein bisschen besser sind. Dass wir ein bisschen Herausforderungen sehen. Ach, Leon. Na gut. Schlechter Start. Wir gehen mal davon aus, der Leon ist ein Anfänger. Und seine Kumpel, die schon 30.000 Stunden gespielt haben, die haben ihn mal mitgenommen. Haben gesagt, komm, spiel das mal. Das macht bestimmt Spaß. Wenn du es das erste Mal spielst. Die hat sich was ins Auge gestopft. Bist du Columbo? Fun Fact, Columbo hat ein Glasauge. Das ist Fliegen, unser erster Zauber, der obere Zauber. Damit sind wir sehr schnell unterwegs. Können sogar durch Paletten, über Fenster hüpfen und fliegen und springen. Sag mal, bist du ein Default Ride? Unsichtbar! Warum bekomme ich eine Anfängergruppe? So, unser nächster Zauber. Den zeige ich gleich. Aber in der Gruppe muss doch irgendjemand ein Profi sein. Wiggle bitte. Dankeschön. So. Unser nächster männlicher Zauber ist dieser hier. Seifenblase. Damit können wir Überlebende orten. Wie ihn zum Beispiel. Oder sie. Das ist ja... Okay. Na dann. Gut, wir spielen das Spiel mit. Die Überlebenden haben die Möglichkeit, solche Truhen zu öffnen, mit besonderen Fähigkeiten, so wie sie. Und damit können die beispielsweise diese Kugel sehen hier, die sie normalerweise nicht sehen können. Oder sie können unsichtbar aus dem Schrank rauskommen und mir durch die Finger flutschen. Whee! So, Mac, ich glaube, das ist ein Profi. Die war, glaube ich, Prestige 7 oder so. Die kennt das Spiel, die hat das schon lange gespielt. Die hat bestimmt ESL-Niveau. Die spielt in der DBD Major League. Whoop. Oh, nee.
Schmeiß doch das Messer, Junge. Nee. Und auch sie rennt zum Rand. Keine gute Position. Na gut, kann passieren, wenn die Map nicht so gut bekannt ist. Hab auch gelesen, es gibt Leute, die Nostromo gar nicht mögen. Und der Killer bringt auch seine eigene Map mit. Die hätte ich gern gezeigt und ich hatte sie auch im letzten Spiel mit dabei. Aber wie gesagt, ich habe die Gruppe komplett zerstört und die waren noch unerfahren. Und es war wie gesagt auch am Release-Tag des Killers. Und ich hatte gehofft, dass die Überlebenden so ein bisschen vorbereitet sind auf den neuen Killer. Die kommen ja nicht voran, hör mal. So, ein Zauber haben wir noch. Zwei sogar. Den hier. Okay, das war nix. Damit schicken wir Skelette los, die Überlebende verletzen können. Das können die auch vermeiden, indem sie in die Hocke gehen und einfach drunter durchrutschen. Aber ich glaube, das wissen die nicht. Ich glaube, die vier hier, die wissen das nicht. Wie auch immer, ich mache da noch eine Runde und hoffe auf bessere Überlebende. Das heißt, die trifft ja auch keine Schuld, die sind ja sehr engagiert. Aber das Matchmaking sollte uns eigentlich nicht zusammenführen. So, der vierte Zauber wird gleich gezeigt. Genau, so läuft er hin. Ich halte die Palette fest, kann durchlaufen und ihr folgen. Außerdem kann der Zauber auch die Palette wieder aufheben, wenn sie schon mal liegt. Was zum Teufel? Ich glaube, dass wenn ich sie jetzt töte... warte, ganz kurz was gucken. Artefakt bergen, genau. Genau, dass ich meine Artefakte zurückbekomme. Das ist wie eine Art Mini-Mori. So, und dafür gibt es ein Achievement, wenn ich jetzt alle Leute töte. Das heißt, niemand darf durch die Luke entkommen. Aufgehoben, um es zu zeigen. Was ist denn hier los mit dem Jen? Ja, ich habe seine eigenen Perks mit. Ich habe einen Generator-Perk mit, den ich jetzt noch gar nicht benutzt habe. Was einfach nicht notwendig ist. Ups. Also ich brauche den eigentlich nicht kontrollieren. Sieht ja nicht voran hier. Ich gebe es auch zu, ich werde ein kleiner Arsch sein. Ich werde jetzt... Oh, warte, Leon ist der Letzte. Kratzspuren. Da ist er. Auf! Den Weg erneut. Ja, ja, geh mal rein. Da, wo die Luke auf keinen Fall ist. Hehe. Da war eine Krähe, das heißt, er ist hier irgendwo. Öhrchen gespitzt. Und da ist er. Zack. Den haben wir auch mal gesehen. So, auf zur nächsten Runde. Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Runde dann auch mal die neue Map sehen. Denn die ist spektakulär.
Für M1-Killer wie Geist vielleicht nicht so gut, weiß ich nicht. Aber mit ihm oder mit Trapper oder so, der viele versteckte Fallen legen kann, sehr coole Map. So, das war die Aufwärmrunde. Jetzt kommt eine Runde mit Leuten, die mehr Erfahrung haben, was ich gesehen habe im Profil. Und wir haben die neue Map, welche Darre unsere eigene ist. Und wir starten direkt im Dungeon, aber gehen erstmal raus. Denn die Leute spawnen wahrscheinlich hier oben und machen hier erstmal die Gens. Da ist jemand. What to unravel them. Sehr gut, hat sich geduckt. Stopp. Oh, das war nicht schlecht von ihr. Oder schlecht von mir. Je nachdem. Die ist immer noch hier. Es ist immer wieder jemand dran. Das ist so eine Palette. Was ist das? Yikes. Was ist das denn? Beste Palette EU West. Was war denn das? Ich finde es so gut, dass es keine Bugs gibt, die hier reinkamen. Mit dem neuen Update. Spaß beiseite, jedes Update gibt neue Bugs. Wusch. Okay, im Dungeon wurde einer gemacht. Oh, das ist sehr gut. Doppelhit. Das ist die Frage, ne? Soll ich fair spielen oder soll ich auf Sieg spielen? Ich kann beides. Da lacht er. Der Wegner. Da. Ja, der Untergrund ist sehr interessant eigentlich. Ich werde gleich mal reingehen. Es gibt viel zu entdecken. Es gibt eine kleine Folterkammer. Oh. Schade. Festgehalten. Ja, Wegner ist sehr lustig. Er macht sehr viel Spaß. Hätte ich erst ehrlich gesagt nicht gedacht, weil ich anfangs dachte, dass mich das komplett überfordern wird. Aber tatsächlich, nee. Der ist gar nicht so schwer zu handeln. Schrank, hm? Ja. Genau. Und wie vorhin schon erwähnt, aus Kisten können die besondere Zauber herausholen. Diamanten zum Beispiel sieht es diese Kugel hier. Die hat den Gegenstand für die Kugel. Mann, ich wollte mal runtergehen. Beste Palette. Genau, ich spiele genau darum. Zugriff.
Oh, oh, au. Buchstrick, wir gehen hier rum. Ganz einfach. Alles klar. In den Dungeon. Don't you dare. Ja, nein, zu knapp. Links. Alter, ich will den Dungeon. Nein, das war... Da habe ich einfach gedrückt. Ohne nachzudenken, die springt. Manchmal drücke ich einfach und merke in 0,0001 Sekunden, dass das ein dummer Fehler war. Da ist auf jeden Fall jemand. Hängen geblieben. Uncool. Okay, da ist niemand, dann sind die hier. Dann ist hier jemand. Guckst du dir an. Ja, wir haben Vecnas Perks mit. Anna beispielsweise, wenn man Krähen aufscheucht, hat man keine Ausdauer mehr. Wo bist denn du hin, ne? Warte, warte, wir regeln das. Genau. Oh je, die Haken. Die Haken hier unten könnten ein Problem darstellen. Oder auch nicht. Aber wenn der weg ist, habe ich hier wirklich gar keinen Haken. Keine Reaktion. Das ist der Beholder. Das Monster der Beholder. Ein magisches Monster, ein Alien, glaube ich sogar. Ebenfalls aus dem D&D-Universum. Und sehr intelligent. Wem es aufgefallen ist, wer Stranger Things geguckt hat auf Netflix. Auf Netflix. Da werden die Monster nach den Figuren in dem D&D-Universum benannt. Der Demogorgon zum Beispiel. Oder eben auch Vecna. Der ein mächtiger Gedankenmanipulator ist. Ich dachte. Nee, da kommst du nicht raus. Wie lang? Halt, junge Dame. Wo willst du hin? Du hast Hausarrest. Halt, stopp. Links rum, mal wieder. Davon. Cooles Outfit. Ist käuflich erwerbbar, was sie da hat. Aber man hat schon gesehen, die Gruppe ist ein bisschen besser drauf als die davor. So, ein weiterer Perk von ihm. Wenn die Gegenstände benutzen, lassen sie diese Fallen, sobald die leer sind. Und die fungieren dann wie kleine Kameras für mich. Wenn jetzt da jemand rumläuft, sehe ich den. Einzige Voraussetzung ist, auch mal die Augen zu öffnen beim Spielen. Guck, da. Ups, sorry. Ich wollte nicht campen. Ja, und der dritte Perk ist, ich kann länger gestunt werden, so wie geblendet. Dafür kann ich aber auch schneller durch Fenster durchspringen. Und schneller walken. Na?
Du gehörst mir. Du bist mein Gefangener. Klug genug zum Morden und Fressen. Aber zu dumm, um nicht gefangen zu werden. Oh, 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 ich höre sie. Hasching. So, jetzt wieder rauskommen, ne? Das ist jetzt die Frage. Du hast zu, super. Ja, dann schafft sie das jetzt hier. Da ist das Portal. Vielleicht schaffe ich es noch. Aber eher nicht. Aber die Map ist auch sehr cool. Das ist die Rittermap, die alte. Die jetzt überarbeitet wurde. Die ist jetzt heller. Und etwas bläulicher. Und weniger rot. Ich glaube, ich habe auch noch ein Badge. Da ich für Legion noch was gekauft habe. Ich müsste hier noch was Neues haben. Oder? War es das Banner? Ach nee, da muss man das komplette Outfit kaufen. Genau, und ich habe aber nur ein Teil gekauft. Sehr gute Runde. Und man hat ein bisschen gesehen, dass die Leute mehr Ahnung hatten. Aber der trotzdem ein guter Killer ist. I shall make this place my... Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bin wunderschön. Woher diese Obsession für Glatzköpfe im Entwicklerteam? Naja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.